Da einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Kingdom mit mir, dem Rentner. Ja, ich bin ein Rentner. Also Leon, hier rechnet es jetzt wieder. Mit Mittel zu dem Let's Play und Terero zu dem Let's Play. Hallo. Achso, hallo. Wir fangen jetzt an, unser Haus zu bauen. Schrecklich. Grundriss. Nein, wir fangen nicht an. Was willst du sonst machen? Wir bauen jetzt in die Erde. Oh, okay. Menschen. Cool. Okay. Also wir brauchen ein großes Haus. Easy, Junge. Easy. Deus, ganz kurz, wie lange ist es her, dass du im Nether warst? 7. Weil da lagen noch Steine rum. Weil ich brauche ganz, ganz viel Nether-Quarz. Ich brauche ein bisschen Quarz. Hey, ich habe schon den ersten für den Strang. Ich habe schon so einen Pranger hingestellt. Ja, finde ich gut. Ich kann mir nachher mal zeigen, wie der funktioniert. Ja, wenn ich das wüsste. Oh Gott. Oh Paul, wie sieht das aus vom Grundstück? Alles klar. Was wird denn da überhaupt? Wie war's? Vorstellung. Wie war's mit dem Haus? Das war's. Ach ja, kreisförmig. Was? Kreisförmig. Nein. Haus kreisförmig. Yeah. Ich hab irgendwo bestimmt auch noch Dirt, dann könnt ihr Matschhäuschen bauen. Lass machen. Ja, für den Anfang wäre das auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. So ein Viereck? Ja. Erde? Ich meine, wir können uns schlecht erheben, wenn wir Pumpkin das Haus leider stehen lassen. Ja, Leon, was wird das jetzt? Das wird ein Haus. Wie? So viele Ecken. Und ich darüber einig, das wird ein Haus. Es wird schon. Wir können. Ja. No, ja, genau. Ja. Alles klar. Und sagen wir. Wir bauen alles aus Goldohr, oder? Ja, aus Golderz. Ich glaube, das ist praktisch. Wirklich gute Idee. Vielleicht kann das doch sein, dass wir dann abgebaut werden, aber ich meine, habe ich hier gesagt. Wir werden abgebaut. Ja, unser Haus wird dann abgebaut. Oh. Guck mal, was willst du jetzt noch was dran verändern, oder? Am Grundriss? Nein. Also passt das so, ja? Nee. Okay. Okay. Davis, hilf mir ganz kurz. Ich habe da sowas im Nether gesehen, so blaue Dinger. Kobalt. Kann sein, das sieht aus wie so ein Sand im. Ja, das halt mit blau ist. Aber mit was baue ich das ab? Das kannst du nur mit einer super krassen Spitzhacke machen. Ja, ich habe eine Diamantenspitzhacke. Ja, die ist nicht krass genug. Okay, dann lassen wir es einfach liegen. Davon habe ich neulich übelst viele Stacks gefarmt. Und was bringt das? Das ist das, wenn du das mit Ardite mischt, also Kobalt plus Ardite ergibt Manylium. Und Manylium ist das härteste Material, das es im Spiel gibt. Einfach, okay. Einfach Hardcore. Wegen. Wir wollen das alles aus dem Redstone-Block machen. Nein, das ist falsch. Wir wollten eine große Tür machen. Wir machen das erstmal. Cobblestone. Das dann, ey. Bah. So, was wollte ich machen? Ich wollte zu dem Festung gehen. Der Nether zu dem Festung. Komm ich da nochmal am besten hin? Weil wir jetzt was Ordentliches machen, ja. Guest? Ich bin übrigens gerade auch im Nether, also wenn du irgendwo einen rumlaufenden Engel siehst, sagst du Bescheid. Ich erschieß ihn. Kann man das abbauen? Den Engel? Gut, Tobi will mich umbringen, gut. Wisst ihr, wo die Hitbox von der Tür ist?
Ja, du brauchst einen Destruction Hammer, um die Tür zu zerstören. Gut, dann bauen wir das so ein. Ja, fertig. Nee, das müssen wir ändern. Reicht. Verschieb das Haus einfach mal um eins. Tadeus. Boah, ey, Panik. Tadeus. Was hast du für ein Problem? Dein Name ist wirklich Tadeus? Nein! Ich wollte schon gerade sagen, Alter. Mein Name ist Amadeus, Mann! Amadeus! Boah, das hätte ich nicht sagen dürfen. Oh, nee. Kennt ihr dieses Lied da? Deshalb habe ich gemeint, oh nee. Paul, pass auf, so eines ist dein Schwert vorbei. Sobald du ein Bett hast. Sobald du ein Bett hast, wirst du von mir Dauer umgerotzt. Ja, wir haben gar kein Bett in der Hand, oder? Hey, am Bett. Hier war es ein Zufall. Ich glaube, ich lag schon in deinem Bett bei dir, Items. Ach so. Oder soll ich lieber Amadeus sein? Och, nenn mich doch Henker. Wird sowieso okay. Der letzte Name sein, den du mir gibst. Ansage. Okay, lass erstmal aus Holz bauen. Was für ein kalter Wind jetzt immer kommt, Alter, das ist jetzt krass. Blau! Boah. Durch mir gerade die ganze Zeit den Kopf. Kopf. Da kann man schon ein bisschen aggressiv werden. wir schmilzen hier noch dahin, ey. Ey, ohne Flachs. Rotgewalt hier. Oh, super, Blaze ist wieder. Warte mal, das macht mir aus Cobblestone. Alter, du hast keinen Cobblestone gegeben, aber Holz haben wir genug. Ja, aber was braucht ihr denn Cobblestone, Alter? Nein, Quatsch. In den ganzen Kisten müssten noch irgendwo Cobblestone-Sachen rumliegen. Haben wir das gerade in der Haus da, okay. Die Tür ist zu. Wenn ich da runterspringe, krieg ich Damage. Welche Tür ist zu? Oh, Captain Obvious ist trotzdem runtergesprungen. Captain Obvious. Alles klar. In der großen Truhe. Ja, da ist Cobblestone. Da ist so einen schwarzen, nee, so einen lilanen Bogen bauen. Dafür brauchen wir erst einen Schmelzenofen. Ja, irgendwie zeigt das auch nicht an, wie man das bauen kann. Ja, Tinker's Construct. Boah, Leon, Junge, ich sag jetzt mal was richtig Geiles. Bin gespannt. Guck mich an, Junge, ich bin der König. Warte, gleich bin ich der König. Ich muss kurz komplett alles, was ich ihm gegeben habe, verkraften für einen Deko-Gegenstand. Warte, hier. Guck mich an, Junge! Ich bin jetzt aus Holz! Bäh! Hast du jetzt echt eine Holzrüstung gemacht? Junge, Alter, die hat 2,5 Rüstung. Ich kann mich jetzt gegen Creeper waffen. Amadeus. Oh, sorry. Abtreibung. Ist das jetzt. Ich bin runtergesprungen, hab einen Schaden gekriegt und mich am gleichen Pfosten wieder hochgebaut, weil ich wollte eigentlich zum anderen Pfosten. Warum springst du runter? Warum schlägst du dich selbst? Wie bin ich hier hochgekommen? Fragen über Fragen und kein Ding. Wo hast du denn Kobbel her? Ach so, ja, die Mauer abgebaut. Ah. Oh, Mistviech. Nein, hör auf. So, wo ist denn hier? Jetzt können wir das noch hochziehen, Paul. Voll cool, ne? Ja, finde ich auch. Ja, aber ich fang schon mal an. Ja. Lass das 4 Blöcke hoch machen. 5. 4 Blöcke? Ja, das sind 4 Blöcke. Also, so die Höhe geht. Alles klar. So, da haben wir doch schon mal ein großes Haus. Nimmst du die untere Etage in die obere? Nee. Dann andersrum. Ich nehme die ganz, ganz oberste. Dann nimmst du das Dach. Genau.
Ich nehm's okay. Da. Ach so, Items, bevor ich so vergesse, brauchst du Fische? Gut. Sehr gut. Ich wollte nur mal fragen. Ja, umbringen alle. Meine! Sobald ich aus dem Nether zurück bin, alle um. Ich darf jetzt erstmal von dir rüberlaufen zu mir. Ja, schalt, wenn du mein Netherportal benutzt, gell? Ich benutze nicht deins. Ja, der Geneter gehört aber mir. Der Geneter? Genetik, was los? Oh, nein. Ich will ein paar Wither-Skelette klatschen gehen. Leider kann ich keine davon sehen. So. Wollen wir hier als Zwischenebene dann die Baumstunde quer machen? Nee. Oh, doch. Das will ich auch nicht. Jetzt auch wieder hier, genau. Ich und du. Du und ich. Nee, hier kein. Ich mag dich. Das ist jetzt ich zweimal hintereinander nichts. Oh, ja, schon wieder und wieder. Oh, ja, ja, ich habe das Problem, wenn man bei Minecraft spielen Auto fährt, gell? Was? War der wirklich so schlecht? Ich glaube, ich blende ein, ey. Ja, hab ich glaube ich nicht verstanden. Was blendst du ein? Mit dem Z. Ja, der war um Welten besser als alles, was ich bis jetzt gebracht habe. Ach so, jetzt habe ich den verstanden, Alter. Ich habe immer noch nicht gecheckt. Blendest du für würdest du für Tereros lange Zündschnur bitte auch so eine Zündschnur, die abgeht nach einer Zeit einblenden? So die abbrennt, so zzt, jetzt kommt an in 3. Was ich übelst gefeiert habe letztens, wo sich welche drüber aufgeregt haben, dass es ja so warm ist. Und dann meinte der eine, dann geh doch in die Ecke, da sind 90 Grad. Da habe ich eine ganze Nacht gebraucht, um den zu verstehen. Gut, das Zeug bei mir muss ich jetzt aber dazu sagen, hat es jetzt auch so ein bisschen gedauert. Ja. Echt? Ja. Ja, gut. Ey, das ist das super runtergekommen. Schon wieder. Was ist runtergekommen? Sternschnuppe. Lol, wo denn? Ja, die ist schon runter. Was? Die ist gefallen? Ich mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ja. Achso, hier irgendwo drauf oder einfach nur. Na. Nein, die ist da hinten runtergekommen. Ich gehe da mal hin. Genauso übrigens nochmal zu dem Witz. Boah, es sind 30 Grad im Schatten. Ja, dann geh doch nicht in den Schatten. Genau, der ist genauso. Aber den versteht man wenigstens sofort. Ja, aber dieses 90 Ecke, Grad, das versteht man auch relativ schnell, ey. Na, also ich habe irgendwie eine Nacht gebraucht, das hat mir jetzt ewig gedauert. Gut. Okay, den versuchen wir demnächst mit Pumpkin. Und mit Markus. Mit Markus, das ist sowieso, dass Markus ab und zu eine Leitung hat, die... Ah, gut, also Markus. Es gibt Kundenarbeiter der Telekom in Indien, die stärkere Privatleitungen haben. Ja. Ich brauch da einfach mal einen Leitfaden. Oh, scheiße. Ich würde gern was ausprobieren, aber ich habe Angst vor den Folgen. Okay. Kann man die große Folge... Hörst mal aus. Alles klar. Okay, das geht nicht. Kann man das vielleicht mit einem Hebel machen, das wäre cool. Was wollt ihr denn machen? Ich probier gerade aus, ob man die große Tür mit einem Hebel öffnen kann. Die Tall Doors, oder was? Ja. Diese Dinger, die man mit dem Ding öffnen kann, die aber kannst du Schlüssel machen. Mit deinem Ding oder mit meinem Ding? Ach, das ist. Also, da reicht ein kleiner, reicht einer.
Da tut dir trotzdem weh. Ja, ich meine, Nadeln sind gefährlich. Was wollen wir aus, was wir auf dem Boden machen? Was man auf dem Boden macht? Fühlaktivitäten, die man auf dem Boden macht. Ey, du siehst aus wie Pinocchio, Mann. Alles klar. Pinocchio, Mann. Kannst die Angel haben. Was? Pinocchio, Mann. Unbreaking 3, Luck of the Sea 2. Die habe ich geangelt. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Das war sehr cool. Gibt's immer wieder mal. Wie war das damals? Angel Battle Debitor. So macht Angel Battle mit seinen kompletten Joghurtstars, mit seinen kompletten Leuten, gell. Er fängt an, jeder hat eine Angel von Anfang an, Debitor angelt, das erste Ding, das erste, was er holt, ist eine Angel. Eine Angel mit übel viel Köder und übel viel Lack und sowas. Und er kann es halt weiterverwenden, gell. Verwendet das dann auch brav weiter in der Competition. Bitter. Leon? Ja? Wir haben es geschafft. Was denn? Ich hab eine Angel. Wir können aufhören. Wir können eigentlich aufhören mit Minecraft, oder? Weißt du, ich brauche noch einen Köder. Nee. Okay. Kannst du Sand holen, Paul? Nein. Gott. Ganz schlecht. Das ist wieder aufgehört zu regnen, gell? Also, okay, so, ich bin schon mal bis zur Festung gelaufen. Das ist doch schon mal was Gutes. Paul? Jo. Hol mal bitte Erde, Sand und Kaktus. Nee. Doch. Und Erde, Sand und Rose. Bitte. Wie viel Sand überhaupt? Gott, DecoCraft. Ja, genau. Alter, warum ist denn eigentlich hier um das Portal die ganze Zeit alles so verbombt mit Feuer? Also Erde, Sand und Rosen und Kaktus. Boah. Ach, das Motorrad schön. Hat man jetzt gehört, ey. Ach, schön. Bei wem war das? Bei mir. Geläuft. Beziehungsweise der Motorradfahrer offensichtlich ja nicht. Ich kann das Fenster nicht zumachen, sonst hat es hier noch... Ja gut, ich habe meine Fenster auch offen. 3000 Grad mehr. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass ich hier nicht die gesamte Zeit über irgendwie Flugzeuge im Hintergrund habe. Grundlegend dafür bekannt bin, hier direkt im Flughafen zu wohnen. Ich glaube, wenn ich das Fenster aufmache, hört man einen Donner. Donnerkelle! Wäre nicht so gut. Es blitzt einfach nur. Ja, schrecklich sowas, nicht? Ja. Hatte doch noch ein paar Lapisblöcke, genau. Hey, wir haben ja Sand unter der Erde. Nice. Ich mag dich. Ja, damit habe ich alles gefüllt. Okay. Du magst mich. Ja, so viel sind wir auch wieder nicht, okay. Erde? Achso, hab ich auch hingeworfen. Gut okay. Deus muss ich da was Bestimmtes erforscht haben, um diese Storage-Dinger da herzusteuern, diese Lager, Warehouses, sag ich doch. Ja, musst du durch sein, glaub. Super. Ist ja richtig geil, du. Auf jeden Fall für die Großen musst du durch sein, das glaub ich. Oh nee, ich brauche ein Emerald. Habt welche? Ja, aber dann müsste ich ja wieder zu dir rüber und wieder rüber und wieder rum. Ich will sowieso zu dir kommen und den Typen da rumklatschen. Welchen Typen denn? Ich weiß nicht, erinnere mich nochmal dran. Was? Ich soll dich jetzt dran erinnern. Nee, der Typ sollte mich dran erinnern, aber... Leon, Mann.
glaub, du warst gemeint. Wer denn? Ja, der Typ. Der Typ. Scheiße, wo ist mein Pferd hin? Morgens halb 10 in Minecraft Kingdom holen. Wo ist mein Pferd? Habt ihr mein Pferd gesehen? Nase, wo bist du? Es heißt Nase. Ja. Markus ist umgebracht. Stand eigentlich da vorne. Okay, ich muss ein Schild hinstellen, ich suche meine Nase. Ja. Scheiße. Ich stell mir das gerade einfach so vor, wenn davon nichts erzählt wird und Markus dann in 6 Wochen auf den Server kommt und dann dieses Schild liest. Ich würde sagen, wir sind auch langsam wieder durch mit der Zeit. Nein, wir sind wir nicht. Ich suche Nase. Fast sind wir durch. Ja, hier oben ist das. Lol. Oh! Lol, jetzt müsst ihr ganz weit laufen. Ich glaube, du hast Items ein Pferd gefunden. Ja. Und ich habe mir deinen Kopf geholt. Wie ich es gesagt habe. Achso, die Items sollte ich vielleicht safen, oh, oder? Oh, scheiße, da bin ich jetzt durchgelatscht. Der Esel hat sogar Dings dran. Der Esel kann Sachen mitnehmen. Ja, klar. Woher weißt du, du klaust jetzt nicht meinen Esel, du bist immer noch One-Hit. Denk dran. Voll cool. So. Die Tür muss man auch zumachen. Tue ich das Pferd einmal nicht in den Stall, das weg. Da ist es doch. Meins, Mann. Ich nehme deins jetzt, geh da weg jetzt. Das heißt aber nicht Nase, Mann. Ich nehme Edgar Allen Pferd. Ja. Amadeus. Guten Tag. Sorry, jetzt muss ich wieder. Kann ich Ihnen das Zeug von Ihrer Kompane geben? Ja, warte, ich mach schnell Truhe. Ah, Kompane. Ich bin fast sicher, wenn er mit meinem Esel herreitet, ist er sowieso gleich nochmal tot. Also wir brauchen dringend eine Truhe. Ja. Ich verhungere auf dem Weg, ey. Oh, das ist der Emerald für Tobi, den nehme ich besser. Kannst auch eine Truhe packen. Wird dir passen, nicht? Ja. Tobias! Was denn? Hast du mir gerade mein Pferd geklaut? Nein, ich suche mein Pferd. Ach so. Ja, aber es ist richtig, wir müssen die Folge langsam beenden. Aber wir müssen auch Nase finden. Also, meine Damen und Herren, bitte schreibt uns in die Kommentare, falls ihr Nase seht. Wo ist Nase? Ja. Ich glaube jetzt einfach Pumpkins Pferd. Ey, what the fuck? Was ist denn hier los, Mann? Die letzte Stelle, wo sie gesehen wurde, war im Spiegel. Boy. Wenn man bei Pumpkin ins Haus reinläuft, dann fliegt man erstmal 10.000 Mal hoch und runter. Guten Tag. Ja, Mann. Was ist denn gerade da drüben? Da, ich hab dein Pferd! Wo? Hier draußen! Oh. Komm an die Brücke und dann nach rechts. Das ist nicht mein Pferd. Das ist Nase. Lieber, hier ist ein Hase. Alter, was geht mit dem Pferd, ey? Ich glaube, es will frei sein. Nein, kann mich am Arsch lecken frei sein. Toll. Kannst von einem Pferd zum anderen umsteigen. Drecksau. Aber wir brauchen noch Ohren. Das ist einmal gezüchtigt, ey. Wow. Gott, Ohren. Gut, jetzt kann man die Folge mit gutem Gewissen beenden. Nachdem ich Nase verschlagen habe. Ich weiß nicht, wo du hinreitest, aber okay. Ah, fuck. In den Tod. Ich habe immer noch den Emerald. Aber okay, meine Damen und Herren, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Wenn sie euch nicht gefallen hat, dann übt konstruktive Kritik. Ich weiß, das ist für den 13-Jährigen da hinten ganz arg schwierig. Aber wir kriegen das trotzdem in irgendeiner Variante hin. Was? Ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Kingdom. Tschüss. Tschüss.